Sony wollte sich im Oktober 2015 die Marke Let's Play schützen lassen. Wofür, weshalb und wo das Ganze geendet ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und Let's Player kennt ihr. Das sind diejenigen, die Videogames spielen, diese kommentieren und sich dabei filmen und das Spiel dann nachher bei YouTube oder auf anderen Video-Streaming-Plattformen online stellen. Das ist aus meiner Sicht ein gängiger Begriff für genau diese Art von Videos, sich beim Spielen filmen zu lassen. So, und jetzt kam Sony und hat beim US-amerikanischen Marken- und Patentamt beantragt, sich den Begriff Let's Play schützen zu lassen, und zwar für die elektronische Übertragung und das Streaming von Videospielen in weltweiten und lokalen Computernetzwerken. Ihr ahnt schon, wenn ihr da genau hingehört habt, dass nämlich genau das die Funktionsweise von Let's Play Videos ist, das Zocken zu streamen in Computernetzwerke. Und Sony wollte eben eine Marke anmelden, unter der nur noch Sony hätte dieses Streamen anbieten können. Das heißt, ihr hättet eure Let's Plays irgendwie umbenennen müssen, wenn Sony diese Marke durchbekommen hätte. Aber an meinem Konjunktiv hört ihr schon, sie haben sie in den USA nicht durchbekommen, aber aus einem, naja, interessanten Grund. Denn das amerikanische Marken- und Patentamt hat gesagt, nee, der Begriff Let's Play ist zu ähnlich zum schon geschützten Begriff LP Let's mit Z Play. Und deswegen hat Sony die Marke nicht bekommen. Ich meine, es ist noch ein ganz anderer Grund, warum Sony hier die Marke niemals hätte bekommen dürfen. Wer nämlich sich eine Marke Milch für milchhaltige Produkte eintragen lassen will, wird diese Marke in Deutschland und Europa nicht bekommen, weil Marken, die einfach nur beschreibenden Charakter haben für das, was dann dort zu sehen ist, überhaupt nicht eintragungsfähig sind. Und so ist es auch in Amerika. Und insofern kann ich gar nicht verstehen, dass da an solchen Ähnlichkeitssachen rumdiskutiert worden ist. Man könnte sagen, Let's Plays sind einfach die Let's Play-Videos. Das ist ein allgemeingültiger Begriff und schon deswegen hätte es keine Marke geben dürfen. Gamer können also erstmal aufatmen. Ihr dürft eure Let's Plays auch weiter Let's Plays nennen. Und ich will Sony natürlich auch nichts Böses unterstellen. Wir wissen nicht, warum sie diesen Markenantrag gestellt haben. Sony weiß aber, dass das in der Szene als ziemlich uncool gewertet worden ist. Denn der Shitstorm, der folgte auf dem Fuße. Und ob die das Verfahren jetzt weiter betreiben, wage ich mal zu bezweifeln. Da wird die Community der Gamer, und die ist ziemlich stark, schon für gesorgt haben. Puh. Gerade noch mal gut gegangen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.